Hallo meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Video, beziehungsweise das Thema für dieses Video heute ist, wenn ihr die Nestle-Videos geschaut haben solltet, die ich veröffentlicht habe, dann habt ihr vielleicht den Eindruck bekommen, dass ich euch vermitteln wollte, dass Nestle der schlimmste Konzern überhaupt ist. Nun, es gibt noch sehr viel mehr da draußen, meine Lieben. So leid es mir tut, euch das so sagen zu müssen. Und es wird die Zeit kommen, dass wir auch über diese Firmen in der Tiefe reden werden. Irgendwann in der Zukunft. Wir brauchen uns da gar keine falschen Hoffnungen machen. Die Situation in Afrika ist, rundheraus gesagt, schlecht. Und wir können davon ausgehen, dass überall ganz, ganz furchtbare Dinge passieren. Und wir können rundheraus davon ausgehen, dass europäische Konzerne, oder ich sage besser, westliche Konzerne von diesen Zuständen und von den Lebensumständen dort profitieren. Das ist ja auch nicht neu, das ist ja keine besondere Erkenntnis, die wir jetzt haben. Das akzeptieren wir irgendwie mit jedem Tag, da unser Lebensstandard sich quasi grundlegend darauf ausruht, dass wir andere Menschen ausbeuten können. Produkte, die wir hier kaufen, sind deswegen günstig, weil sie in anderen Ländern zu anderen Bedingungen und Umständen produziert wurden. Eine dieser Firmen, über die wir uns in Zukunft auch nochmal unterhalten werden, ist Unilever. Unilever ist auch so ein Gigant wie Nestle und Unilever besitzt Teefarmen. Die BBC hat jetzt herausgefunden, dass auf Teefarmen, die seit Jahrzehnten britischen Konzernen gehören, serieller, struktureller Missbrauch an der Tagesordnung war. Eine Investigativjournalistin, Deckname Katie, hat über Monate recherchiert, mit 70 betroffenen Frauen gesprochen und auch selber leider Gottes sehr, sehr unangenehme Erfahrungen machen. Möchtest du als Frau auf einer Teeplantage in Kenia arbeiten, dann hat der Manager oft einen Deal für dich. Entweder man teilt das Bett mit ihm oder man bekommt keinen Job. Und oft genug holt er sich trotzdem, was er will, auch wenn man sich weigert. Wir erinnern uns mal an meine Nestle-Videos. Da ging es ja darum, dass Nestle Kinderarbeit an der Elfenbeinküste bekämpfen möchte. Also die Kinderarbeit, von denen sie seit Jahrzehnten profitieren. Als es dann allerdings international öffentlich gemacht wurde, musste man zumindest etwas sagen, dass man eine strikte Kampagnenpolitik einführen würde, um das zu unterbinden. Ja, Null-Toleranz-Politik. In der Realität sind die Erfolge eher nicht vorhanden. Und bei Unilever ist es genauso abgelaufen. Und dass das tatsächlich der Fall ist, das hat die Investigativjournalistin eindrücklich bewiesen. Bei Nestle ist es so, die haben sich ja in ihren Videos so ein bisschen aus der Affäre gezogen, indem sie gesagt haben, boah, uns gehören ja die Plantagen nicht, wir können ja gar nichts tun, wir haben da gar keinen Einfluss, wir können ihnen nur sagen, dass es so, dass unsere Lieferanten das tun müssen, weil ansonsten arbeiten wir nicht mit ihnen. Und dass das in der Realität dann trotzdem der Fall war. Es steht jetzt noch auf einem anderen Blatt, aber in diesem Fall gehört Unilever tatsächlich diese Plantage selbst. Ja, und ähnliche Vorfälle waren auch schon vor 10 Jahren gemeldet worden. Was glaubt ihr, wie sah die Null-Toleranz-Politik von Unilever im Hinblick auf Vergewaltigung am Arbeitsplatz in Kenia auf den Teeplantagen denn aus? Nun, Katie hat sich als arbeitssuchend ausgegeben und kam zu einer Informationsveranstaltung. Da wurde sie dann vom Abteilungsleiter über diese Null-Toleranz-Politik aufgeklärt. Danach wurde sie dann von diesem Abteilungsleiter an die Hotelbar eingeladen, woraufhin er dann sie zum Sex drängte. Also, literally that. Erst gibt er eine Schulung über die Null-Toleranz-Politik Unilevers gegenüber dieser Form von Übergriffen, um dann diese Form von Übergriff zu praktizieren. Also quasi, um das Gelernte nochmal zu verinnerlichen. Verinnerlichen ist keine gute Wortwahl in diesem Fall. If you can satisfy me, I can satisfy you. Die Reporterin äußerte sich darauf hin, dass sie sich nicht vorstellen könnte, wie, quote, diese Begegnung verlaufen wäre, wenn mein ganzes Leben von dieser Arbeitsmöglichkeit abhängig wäre. Aber Leute, wenn ihr glaubt, das ist unfassbar schlimm und traurig und krass, es geht noch schlimmer. Denn dieser Angestellte hat auch noch nachweislich diverse Frauen mit HIV infiziert. Pff. Fuck, fuck, harter Tobak. Also, wenn mir das dann jemand als Unternehmen, das eine offizielle Null-Toleranz-Politik dahingehend betreibt, erzählen würde, ich würde ja Himmel und Erde in Bewegung setzen. Was hat Unilever gemacht, als sie darauf hingewiesen wurden, dass das da scheinbar gang und gäbe ist? Nun, als Katie das meldete, bekam sie zu hören, dass sie selbst dafür verantwortlich sei, zu ihren Prinzipien zu stehen
und ihren Körper nicht für diesen Job herzugeben. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Sie fragte dann auch nochmal nach, was für Maßnahmen gegen ihren Vorgesetzten da ergriffen worden seien. Daraufhin bekam sie keine Antwort. Ja, man hat dann Unilever im Nachgang befragt von BBC-Seiten aus und sie waren bestürzt und zutiefst erschüttert und traurig. Sie waren traurig, aber ich meine, man hat natürlich auch nichts davon gewusst, was offensichtlich eine Lüge ist, weil ja die Reporterin damit bewiesen hat, dass sie ja auch diesen Fall an die offiziellen Stellen weitergegeben hat. Aber nicht nur auf dieser Plantage, das passiert auch auf anderen Plantagen. Beispielsweise auf einer Plantage von James Finlay, das ist ein schottisches Unternehmen, das beispielsweise Starbucks beliefert und Salisbury und Tesco. Und hier hat ein langjähriger Manager, Katie, bei einem Gespräch tatsächlich bedrängt und angepackt und klargestellt, wenn sie sich nicht ihm hingäbe, dann gäbe es keinen Job für sie. Und diesen Vorfall, den haben sie sogar auf Kamera aufgezeichnet. Also ich möchte euch vorwarnen, die folgenden Szenen könnten euch vielleicht verstören. I needed to get tangible evidence that he wanted me to have sex with him in return for work. Und jetzt sitzen wir hier und denken uns, was für ein Scheusal. Leute, ich muss euch leider sagen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Lebensrealität für Frauen in Kenia ist katastrophal. Katastrophal. 33% aller Mädchen werden bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres vergewaltigt. 33%. 20% der Menschen sind mit HIV infiziert. 50% der Menschen in Kenia wissen nicht ausreichend Bescheid über HIV. Polygamie ist für Männer erlaubt. Frauen haben fast keine Rechte, Kondome sind verpönt und die meisten Frauen, die infolge einer Schwangerschaft sterben, sterben deswegen, weil ihnen der Mann nicht oder zu spät erlaubt, ins Krankenhaus zu gehen. Mit Blick auf die Zahlen von 2020 wird einem überhaupt erstmal bewusst, wie sehr Frauen in Kenia der Willkür ihrer Männer ausgesetzt sind, gerade im Zuge der Pandemie auch. Ich zitiere mal. In Kenias Hauptstadt Nairobi wurden allein 2432 schwangere Mädchen unter 14 Jahren erfasst. Hilfsorganisationen gehen von einem starken Anstieg an Teenager-Schwangerschaften als direkte Folge der Verbreitung des Coronavirus aus. In vielen afrikanischen Ländern. Es wird vermutet, dass 380.000 Mädchen betroffen sein können. Frauenrechtlerin Dorothy Asayo sagte dem Spiegel in einem Interview damals, vor wenigen Tagen hat uns der Fall einer Mutter erreicht, die ihre beiden 12- und 14-jährigen Töchter dazu angehalten hat, sich anzubieten. Sie sind zu einem Händler gegangen und haben für ihre sexuellen Dienste Nahrungsmittel für die Familie bekommen. Andere Eltern verlassen ihre Kinder, weil sie nicht mehr für sie sorgen können. Sie gehen morgens aus dem Haus und kommen nicht zurück. Diese Kinder sind nun häufig sich selbst überlassen und sehr angreifbar. Sexuelle Gewalt gegen Frauen in Kenia ist an der Tagesordnung. Das ist bekannt, das ist dokumentiert. Und auch multinationale Konzerne, die sich der billigen Arbeitskräfte vor Ort bedienen, die wissen darüber Bescheid. Aber sie verschließen die Augen. Sie kümmern sich nicht ausreichend um die Menschen, die für sie arbeiten und für sie die Rohstoffe zusammentragen. Sie verhalten sich wie Kolonialherren, weil sie denken, sie können sich bereichern, aber sind nicht für das verantwortlich, was da vor sich geht, was für die Bedingungen, die überhaupt erst den Rahmen für das schaffen, was sie dort treiben. Und am Ende sollte es uns auch ein kleines bisschen zu denken geben, dass diese großen Konzerne immer dann zur Stelle sind, wenn es darum geht, dieses Verhalten zu ächten, ja, mit Programmen und Plänen und Null-Toleranz-Politik und all solchen Worthülsen um sich werfen. Aber wenn man dann Jahre später die Wirkung dieser Programme dann mal in Frage stellt, die Wirkung dieser Politik, dann wird immer klar, dass da eigentlich relativ wenig passiert ist. Und das sehen wir immer wieder. Aber woran liegt das? Liegt das daran, dass es uns reicht, wenn man uns aufrichtig versichert,
dass sich die Situation verbessern wird. Dass das alles nicht so ist, wie es scheint, oder dass man selber total schockiert darüber ist und es völlig klar ist, dass man sich da jetzt drum kümmert, dass man denkt, okay, jetzt haben wir die Mission erfolgreich durchgeführt, weil wir haben ja darauf aufmerksam gemacht und die müssen sich jetzt bewegen. Gut, zum nächsten Thema. Ich weiß es nicht, Leute, ist es das? Sind wir da so inkonsequent? Fakt ist, dass wir daran arbeiten müssen, Konzerne für diese Art von Machenschaften zur Rechenschaft zu ziehen. Es darf nicht sein, dass wir für den Luxus und unseren Lebensstandard hier in Europa die Augen verschließen. Ja, dass wir das nur deswegen ertragen können, weil wir uns absichtlich fernhalten von solchen Themen und von dem Leid, das durch dieses Gefälle produziert und reproduziert wird. Meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr hingeschaut habt, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt und dass ihr eben nicht lieber die Augen zumacht und die Ohren und lalala schreit, damit ihr euch in eurem Alltag nicht so belastet. Dankeschön. Bis dann, Tschüssikowski.